So, nachdem ich das letzte Mal euch ein Times Square Remastered Booster gezeigt habe, dieses Mal ein Mystery Booster. Ich mag die Mystery Booster ähnlich wie die Times Square Booster, weil sie auch diese Old Border Frame Karten drin haben. Und ich liebe Old Border Frame Karten. Deshalb gucken wir uns mal Mystery Booster normale Edition an, nicht die Convention Edition, die ist ja auch mittlerweile unbezahlbar. Und ja, gucken wir an, was wir haben. Wir haben Countless Gear Renegade, Summoner 2-2 mit Revolt. Was war Revolt? Wenn ihr ins Spielfeld kommt und ein permanentes, das wir kontrolliert haben, ein Spielfeld verlassen hat, kriegen wir ein 1-1 Servo-Token. Okay. Okay. Core Fischer, Skyfischer, Kombi! Mail, der ist Summoner 2-3 fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, nehmen wir ein permanentes zurück auf die Hand. Sehr, sehr cool. Und wir haben. Die Qualität von denen ist so strange. Ist wirklich so strange, die Qualität. Leider. Curio Vendor, Summoner 2-1. Das war's. Step right up, try your hand. Okay. Silvergill Adept, Summoner 2-1. Wenn ihr ein Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte. Sei denn, wir zahlen 3 Mana mehr oder zeigen einen Mehrfolg aus der Hand vor. Sehr cooler Mehrfolg. Mindrod, 3 Mana an Spieler unserer Wahl, wirft 2 Karten ab. Gibt, glaube ich, mittlerweile mit Exilio Gravechart oder Exilio Opponent Gravechart. Subtle Strike, 2 Mana, 1 oder beides. Wir legen eine minus 1, minus 1 Marke. Nee, eine Kreatur kriegt minus 1, minus 1, wenn es zu ist. Und eine andere Kreatur kriegt plus 1, plus 1, plus 1 Zuges. Super cool, wie sie von der Decke hängt und ihm gerade das Schwert hinten rausknallt. Geil. Dann Shatter. 2 Mana, Destroy Target Artifact mit diesem wunderschönen Segelboot. Oh mein Gott. Das ist schön. Goblin Fireslinger. 1 Mana, 1, 1. Tappen, der fügt einem Spieler einen Schaden zu. Okay. Canopy Spider. 2 Mana, 1, 3 mit Reach. Sehr einfacher Effekt bisher. Sehr, sehr cool. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Yavyami Elder, 3 Mana 2-1. Wenn er stirbt, suchen wir unser Deck nach 2 Standardländern, zeigen sie auf dem Vor und nehmen sie auf die Hand. Then shuffle your library. Das steht ja mittlerweile auch nicht mehr drauf. Dann steht ja nur noch den Shuffle drauf. 2 Mana, man opfert den und zieht eine Karte. Super cooler Commander-Teil. Was bist du denn? Sultai Soothsayer. 5 Mana 2-5. Wenn er ins Spielfeld kommt, gucken wir die obersten 4 Karten von unserem Deck an. Wir nehmen einen davon auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Okay, gar nicht so bad. Okay, ein Refugium im Ankamslot. Wow. Kommt getappt, das Spiel, wir kriegen ein Leben. Wow. Und unsere Rares, wow. Phyrexian Soul Gorger, 3 Mana 8-8. Zu Beginn des Versorgungsdemens opfern wir eine Kreatur. Wir legen einen Zeitcounter drauf, einen Age-Counter. Nur weil ich gefragt habe, was Age-Counter sind. Also Time-Counter. Time-Counter, Age-Counter? Sind das zwei verschiedene Counter? Habe ich letztes Mal schon gefragt. Wurde mir, glaube ich, beantwortet. Egal. Ja, 3-8-8. Und Cauldron of Souls. Das heißt, wir haben zumindest 2 Rares. 5 Mana tappen. Wir suchen irgendeine Anzahl an Kreaturen aus. Alle diese Kreaturen kriegen Persist. Okay, nicht schlecht. Und wir haben 3 Rares. Okay. Helix Pinnacle. Enchantment mit Shroud. Für x Mana legen wir x Tower-Karten drauf. Und wenn wir da 100 Marken drauf haben, haben wir das Spiel gewonnen. Das Heuling, Leute. Ach, du Kacke. Geil. Ja, gegen Ende hat sich das Booster dann doch rentiert. Ich mag Mystery Booster. Die sind einfach so schön zum Draften. Und was nicht alles. Die würde ich im Draft spielen. Ich würde davon so vieles im Draft spielen. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.